Joho, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Eieiei, als ich hier gerade eingeloggt bin, hier im Harati-Hinterland, bin ich erstmal von so einem Schleim angegriffen worden. Muss mich hier ordentlich wehren. Das ging ja gar nicht. Haha, daneben geschossen. Müssen wir die anderen Schleime hier in diesem spinnenverseuchten Tunnel auch noch wegräumen? Ist ja schon komisch, ne? Als wir gestern hier mit dem einen Sergeant, oder war das Lieutenant, hier durchgelaufen sind, da gab es hier überhaupt gar keine Spinnen zunächst. Ja, aber jetzt kommen die auch nicht runter. Ich glaube, die kommen wirklich nur während des Events runter. Hui! So, wir wollten hier raus aus dieser Höhle und... Aha, jede Menge gelbe Viecher hier. Geldraupen und goldene Moas. Waldraupen, nicht Geldraupen. Geldraupen! Boah, das wär's ja voll. Ich will auch eine Geldraupe haben. Gut, aber dann müssen wir uns eben mit Wurzelgemüse hier begnügen. So. Mann, ich bin's ja gar nicht mehr gewohnt, hier mit Musik zu spielen. Irgendwie bin ich die Stille des Lorna-Passes schon fast gewöhnt gewesen. Na gut. Wir holen uns erstmal hier die Wegmarke. Da ist die Wegmarke Founds. War das die Wegmarke, die man bekriegen würde? Aha. Okay, das ist die Wegmarke, die wir bekommen hätten, während wir vom Bluthügellager ausgegangen. Naja, gut. Okay. Wenigstens haben wir jetzt noch dieses kleine... Na, nicht Jack, nicht ans Mikrofon drangehen. Ja, der Kater sitzt wieder auf meinem Schoß. Falls es gerade komisch gerüttelt hat, lag das daran, dass er sich einmal an diesem Mikrofon gerieben hat. So. 34. Nee, da waren doch aber gerade die Schleime höher. Level 35 waren die. Na, mal gucken, in was für ein Gebiet wir hier jetzt gleich vom Level reinkommen. Banditenschläger. Ach ne, der ist wieder Level 35. Ja, okay. Wir haben hier eine Höhle. Ich muss mal ein bisschen den Kater hier jetzt hin und her schieben. Der findet nämlich die Tastatur auch ganz toll. Nicht zum Drücken der Tasten, nö, nö, aber man kann sich da drauflegen, so. Ach, ich mach die nicht alle hier, die Fledermäuse. Ausdauer, Mangel, genau. Konnte nicht mehr dodgen. Oh, Knochenklappererhöhlen entdeckt. Mhm. Warum klappern denn hier die Knochen? Junge Höhlenspinne, aha. Sieht aber schick aus hier. Und hier? Kann das sein, dass wir hier theoretisch... Ach, hier wären wir reingekommen. Ah, wenn wir jetzt von hier unten gekommen wären, wären wir als erstes vermutlich hier in die Höhle reingelaufen. Na gut, hier unten gibt es einen Ausblick und einen Fertigkeitenpunkt. Den Ausblick sehe ich schon da oben. Wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn dahin? Ob wir hier irgendwo durch die Höhle gehen müssen? Ich glaube schon, ne? Oder kommen wir hier raufgehüpft? Nee, da oben ist noch ein Durchgang. Ich gehe mal davon aus, dass man da durchgehen muss. Oder da. Ah, oder da. Da geht vielleicht auch. Aber wie kommt man da dann hin? Woher sind wir denn jetzt eigentlich gekommen? Wir sind von da gekommen. Ja, gut. Dann schnibbel ich hier erstmal die Pilze ab. Und dann gehen wir erstmal zu dem Fertigkeitenpunkt. Mit dem müssen wir wahrscheinlich wieder kommunizieren. Da hinten, das ist schon wieder so eine Bubble. Verborgener Wasserfall. In der Tat, aber nicht gut genug verborgen für mich. Nein, 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 nein. So. Gucken wir mal. Dieser kühle, stille Ort fühlt sich wie von einer anderen Welt an. Unauffällige Spuren magischer Energie fließen in den Schatten hinter den Wasserfall ineinander. Viele sind hierher gekommen, um die friedvolle Ruhe zu genießen. Haltet mit diesem Ort der Macht Zwiesprache. Yeah! Oh, Stufenaufstieg! Oh, der hat uns einen Stufenaufstieg beschert. Und hier geht's auch noch raus. Ha! Belohnung der Stufe 38. Yay! Eine Stufe noch, dann können wir auch mal unsere gelbe Hose tragen. Verjüngungsverstärker oder Karma-Verstärker oder Geschwindigkeitsverstärker und ein einfaches Wiederverwertungskit. Naja, gut, das ist jetzt nicht so der Krach, aber egal. Was nehmen wir denn? Wir nehmen natürlich den Karma-Verstärker und wir kriegen 7 Fertigkeitenpunkte. Da kriege ich ja gleich Schnappatmung. Dann gucken wir doch mal hier in unser Heldenmenü.
19 Stück haben wir jetzt. Oh, Mom, wir brauchen noch... Wir brauchen noch 11 für den Tornado oder den Serie D Golem. Na, das ist ja schon noch eine Ecke. Na gut, müssen wir weiter sparen. Ich habe schon gedacht, meine Güte, so viel auf einmal, da können wir uns jetzt irgendwas Tolles kaufen. Rentier wackelt ja immer noch die tägliche Einlocktruhe. Transmutationsladung. Oh, das ist gut. Das ist gut. Da freuen wir uns drüber. Da ist... Nee, 3 sind da drin. Die nehmen wir alle gleich. Oh, irgendwann müssen wir mal eine Umstyling-Folge machen. Allerspätestens natürlich Level 80. Mal gucken. Mal gucken. Ah, hier kommt man dahin. Okay, man muss also erst zum Fertigkeitenpunkt gehen und dann kann man sich den Ausblick holen. Na gut, dann halt so rum. Da kommt daher der Wasserfall. Schick, aber wer hat denn das hier so abgestützt alles? Waren das einfach die Zentauren? Egal, wir genießen den Ausblick erstmal. Sehr hübsch. So, und jetzt haben wir schon gesehen, dass wir da vorne ja auch noch irgendwo runterkommen, ne? Also hier sind wir rauf. Mal gucken, wo wir hier noch entlang kommen. Hui und hui, genau, und hui. Und da noch runter. Da hinten gibt es bestimmt eine Truhe, oder? Eine Bombe gibt's da. Wofür gibt's denn da eine Bombe? Okay. Also, diese Höhle ist auf jeden Fall auch ein Ort, bei dem eine Gildenmission abläuft. Ich weiß gar nicht, als was man dann hier läuft. Als Wolf? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall muss man auch hier... Oh, Glück gehabt. Und so, genau. Hey, super Mini-Dolly. Klasse Sprung, echt Bombe. Ja, aber wofür nehmen wir denn die Bombe? Wir haben jetzt eine Bombe. Aber die tickt Gott sei Dank nicht. Na gut, na gut, na gut. Wohin wenden wir uns denn als nächstes? Ei, da! Knochenklapperer Höhlen haben wir. Da hinten noch eine Sehenswürdigkeit. Die Frage ist natürlich, kommen wir von hier aus dahin? Können wir da runterhüpfen jetzt? Oder gibt es hier was aufzuspringen? Was steht denn hier? Platziert eine große Bombe auf dem Boden, die nach 10 Sekunden explodiert. Okay, keine Ahnung. Bums. Hauptsache, ich explodiere hier jetzt nicht. So, dann gucken wir doch mal, ob wir hier noch weiter reinkommen in diese Höhle. Da war die Fertigkeitenherausforderung und die Sehenswürdigkeit. Ja, es geht noch ein bisschen weiter und es ist eine Banditenhöhle, so wie es aussieht. Ob wir hier die beiden Banditen vielleicht hier irgendwie zusammenpullen können? Dann noch ein. Oh, da gibt es noch welche. Ich platziere jetzt hier die Bombe. So. Ihr Lieben, kommt mal mit. Oh. Schade. Ah doch, wenigstens umgekickt wurde sie. Naja. Jetzt haben wir uns hier mit so vielen Banditen angelegt, weil ich jetzt alle meine Hoffnung in diese Bombe gelegt hatte. Das ist natürlich toll. Ehrlich, super. Ah, na gut. Wir werden... Oh nein, 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 nein. Wir werden Herr der Lage, wir werden Herr der Lage. Ja, 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 ich bin mir ganz sicher. Los, 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 komm, komm. Mein Luftelementar, du schaffst das. Schaka, schaka. Level 35, okay. Zwei Banditen sind schon knifflig. Ich siege, ja, ganz knapp. Ich weiß, aber ich erkenne meinen Sieg an. Das wäre doch wieder fast in die Hose gegangen. Glücklicherweise, hier unten haben wir jetzt alle weg und ich kann mich immer mal wieder hier hinter dem Vorsprung verstecken. So. Der nächste. Die unterhalten sich natürlich auch schön mit meinem Luftelementar. Das finde ich ganz fantastisch. Liebes Luftelementar, auch wenn du gleich abnippelst, du hast mir sehr geholfen. Es ist überhaupt nicht abgenippelt. Es hat zwar keinen Lebenspunktebalken mehr, aber es lebt immer noch. Bums, jetzt ist es ausgelaufen. Na gut, aber du hast wirklich tolle Arbeit geleistet. Was haben wir denn hier so?
noch mehr Banditen, also ein Banditenunterschlupf. Ich würde sagen, die haben hier nicht nur ein Problem mit Zentauren, sondern auch mit Banditen. Sollen wir die jetzt hier alle machen? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn die schnell gehen, habe ich da nichts dagegen. Kommt zu mir und helft mir! Nee, bleibt ihr schön da. So, Nummer 1. Das hätten wir schon mal. Okay. Was machen die denn hier? Der hat auch eine Bombe. Dann machen wir mal den weg, den Saboteur. Was sabotieren die denn hier? Nein, ich scherze überhaupt nicht. Ich bin niemand, der scherzt. Oh. Ach, die haben tatsächlich Bomben. Die haben so Fässer. Nix da. Kannst mal vergessen. Ja, guck mal. Da sind euch eure eigenen Bomben zum Verhängnis geworden. Wenn du mir immer nur hinterher rennst, kannst du deine Bombe nicht platzieren, ne? Hast schon gemerkt, oder? Das ist schon schwierig, ne? Laufen und Bombe legen. Habe ich gerade selber gemerkt, als ich so eine Bombe getragen habe. Okay, wo geht's jetzt lang? Wo geht es lang? Da hinten ist ein Banditenwegelagerer, aber ich glaube, das ist nur eine Nische. Da geht's wieder raus. Wir wollen aber nicht raus. Wir wollen noch tiefer in die Höhle rein. Wir wollen zur Sehenswürdigkeit. Mal gucken. Ja, und ich denke mal, ab Level 40 verlassen wir eventuell das Harati-Hinterland auch schon wieder. Je nachdem, wenn wir hier so richtig coole Sachen finden oder schöne Events, dann bleiben wir natürlich auch noch hier. Aber ansonsten, glaube ich, gehen wir dann in das Gebiet, was sich an den Lorna-Pass anschließt. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, es ist ja ein Gameplay-Let's Play, ne? Also das Ziel ist es, vor allen Dingen Level 80 zu werden und einfach mal so zu gucken, was man auf dem Weg zu Level 80 hin alles sieht. Aber wenn ihr das gerne möchtet, dass ich solche Gebiete hier komplett mache, also 100% Kartenabschluss mache, dann mache ich das gerne. Dann mache ich das gerne. Reifer Schrumpfkopf. Was haben wir denn hier? Ach, ein Sammel-Event. Bringt Schrumpfkopfsporen zu Finn. Nimm ich. Okay. Schrumpfkopfsporen kann ich machen. Nein, jetzt ist das Event fertig, oder? Das ist ja toll. Nee, doch, es läuft noch, es läuft noch. Komm, jetzt hier aus den Schrumpfköpfen immer hier so Raupen. Ach, Tatsache. Okay, na gut, dann muss ich die Raupen doch machen. Dann muss ich sie doch machen. Das kann ich ja hier nicht verantworten, dass hier die ganzen Raupen rumrennen. Und alles wegen mir. Das geht natürlich jetzt nicht. Na, hungrige Raupe. Du wirst nie wieder Hunger haben. Es hat auch sein Gutes. So, Hauptsache, ich schieße hier nicht die gelben Raupen an. Die muss ich jetzt hier nicht unbedingt auch noch haben. So, da haben wir noch einen Reifen. Und die dazugehörige Raupe. Na, jetzt ist die aber doch aggro geworden. Wieso denn das? Habe ich die jetzt irgendwie mitgepult versehentlich? Das wollte ich gar nicht. Nö, das wollte ich gar nicht. Okay. Naja, dann ist das so. Komm schon, weg mit dir. Woher kam denn jetzt Feuer? War das die Raupe? Kann schon sein. Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Jo. Naja, die schießen mit irgendwie Gift, ne? Aber auch mit Feuer, habe ich das Gefühl. Die Hungrigen. Die Raupen, die Hungrigen. Und noch mehr Schrumpfkopfpilze. Ach, ich habe gerade sogar mehr als einen gleichzeitig gelootet. Ui. Was ist denn hier gerade los? Was ist denn hier gerade so super aufwendig? Okay. Es ist vorbei. Manchmal muss man so einen kleinen FPS-Einbruch einfach aussitzen. Dann geht's schon wieder. Ach, die Raupen hier. Die gruseln mich auch ein bisschen. Die sind ja auch größer als ich. Ich meine, wenn so ein Zentaur oder so größer als ich ist, dann ist das schon okay. Damit komme ich schon klar. Ich meine, ein Pferd ist auch größer als ich. Aber hier die Raupen. Ich meine, Raupen gehören einfach nicht so groß. Sie sind zumindest nicht von dieser Welt. Hört man ja immer wieder, dass auf anderen Planeten Druckverhältnisse leben, dass da herrschen, dass da wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur Insekten mit einem Chitinpanzer leben können. Und die wären dann gegebenenfalls aber abnormal groß.
Insofern sind die Vorstellungen, die es so früher in so ganz alten Horrorfilmen gab, von wegen irgendwie die Riesenspinne oder so, gar nicht so abwegig, glaube ich. Okay, Höhlenfledermäuse. Das ist wohl der falsche... Nee, ist nicht der falsche Weg, ne? Der ist da hinten, der Sammler. Tatsache. Na, wir nehmen hier noch den Reifenschrumpfkopf mit. Und dann bringen wir die ihm erstmal. Ich weiß ja nicht, ob es da nicht vielleicht auch noch Schrumpfköpfe gibt. Außerdem könnte es ja schon reichen, was wir hier haben, da wir ja gelegentlich auch mehr als einen Schrumpfkopf gleichzeitig ernten. So, na, ich renne mal hier durch die Höhlenfledermäuse durch. Och, die sind schon Level 37. Okay. Das ist doch gut. Naja, vielleicht gehen wir gleich nochmal zurück. Ach, der steht draußen, der ist gar nicht mehr... Oh, der ist groß, der Fan, der ist groß. Ruin des heiligen Demetra entdeckt. Hört sich eher nach einem Mittel an, Demetra. Ah, ich muss hier noch die Höhlenfledermaus machen. Ich komme nicht drum rum. Die dumme Fledermaus, sie wollte mit mir spielen. Tja, wie jetzt fliegst du davon? Ach, Mensch. Ja, hätte ich auch jetzt gesagt. Was ist denn das? Ein Riese? Ein Zyklop ist es nicht, oder? Der hat zwei Augen. Doch, der hat nur ein Auge. Man sieht's total schlecht. Und er ist damit hektisch am Blinzeln. Man sieht das echt total schlecht. Da ist nur eins in der Mitte. Kann ich die nicht anwählen? Da. Ah, wird nicht irgendwie heller dadurch. Na gut, hier Feen. Du stampfender und schreiender Feen. Die Schrumpfköpfe sind reif. Meine Hände sind jedoch zu groß, um sie unversehrt pflücken zu können. Bitte, kleines Wesen, könnt ihr in die Höhle gehen und mir ein paar davon bringen? Da habe ich ein paar Schrumpfköpfe, die ich gesammelt habe. Vielen Dank. Oh, wie cool. Mir weiter Sporen, bis ich fertig bin. Ja, ich habe aber doch schon alle. Super, Trank ist fertig. Jetzt verteile ich ihn auf meiner... Bin ich etwas kleiner als letztes Mal? Ja, bist du. Das hat wohl geklappt. Endlich werde ich meine Freunde wiedersehen. Der Durchgang wird nicht mehr so klein. Das ist schön. Du kannst deine Freunde wiedersehen. Sollen wir mal mitgehen? Beschützt Feen, während er sich auf den Weg in die Knochenklappererhöhlen befindet. Gar kein Problem, überhaupt kein Problem. Wir frieren hier einfach die Fledermäuse ein. So. Komm, Fledermaus. Komm, oh. Bist du ganz langsam geworden. Kämpft er eigentlich mit? Oh ja, der nimmt sich Steine. Oh, Bums. Und wirft die. Sehr cool. Schauen wir mal. Ach, ich glaube, das ist eine relativ rührselige Geschichte hier mit dem Feen. Oder Fan? Begleiten wir ihn. Aber damit es schneller geht, hier mit ein bisschen Speed. Jetzt patscht der da hier so schnell durch die Gegend. Sah auch witzig aus. So, noch mehr Höhlenfledermäuse. Guck mal, mussten wir gar nicht selber zurückgehen. Wir müssen ihn eh beschützen. Oh, kannst mir ruhig helfen? Oh, und dann kommt schon eine Raupe. Aber wahrscheinlich sind die Raupen... Oh, was hat er gemacht? Er hat den irren Zyklopenblick gemacht und hat sie irgendwie alle total in Angst und Schrecken versetzt. Da kann einem auch Angst und Bang werden. Ich meine, der ist immer noch groß, ne? Er ist immer noch relativ groß. Das kann man nicht anders sagen. Fiole mit Blut. Ach ja, Blut wird, glaube ich, von den Fledermäusen getroppt. Das ist natürlich fein. Komm, Feen. Hier, wir können noch wieder ein bisschen schneller. Stapf, 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 stapf. Ja, ich merke das, dass dich die gutmütigen Larven angreifen. Ich finde die gar nicht so gutmütig. Aber warum denn? Warum haben die sonst Angst vor dir und greifen dich nicht an, oder was ist? Giftbeutel. Wow, hier sammle ich ordentlich Ressourcen. Tja, Finn, was ist denn mit dir? Hm? Welcher deiner Freunde ist denn so klein, dass er hier in diese Höhle passt? Hm? Hurtig, hurtig. Und nochmal. Stapf, stapf, stapf. Oh, ich mag Höhlen. Ich mag Höhlen. Er schreckt sie mir erst einmal.
Manchmal finde ich das ein bisschen nervig, solche Skills, ne? Also, weil insbesondere, wenn man hier solche so Mass-Control-Effekte, also hier so Skills benutzt, mit denen man mehrere Gegner auf einmal irgendwie versucht, unter Kontrolle zu halten. Oder eben so boden- und zielgerichtete Sachen. Und wenn dann jemand die Gegner wegboxt oder wegfiert, also hier, dann ist das manchmal doch ein bisschen ärgerlich. PvE geht's ja noch, aber im WvW ist das manchmal sehr ärgerlich. Oh, Elise, tut mir leid, dass ich beim Angriff nicht da war. Ich hoffe, euer Herz kann mir noch verzeihen. Oh. Elise, hier liegt Elise. Ich lese meinen Grabstein. Hier liegt Elise. Ihr Tod überraschte alle, selbst ihren unfähigen Arzt. Oh. Oh nein. Finn. Oh nein, da ist sie. Kann ich mit ihr reden? Elise, die ist aber klein. Und der Finn, der kämpft da jetzt. Ich rede mal mit ihr. Armer Finn. Er kann sich nicht verzeihen, dass er nicht da war, als ich ihn brauchte. Was ist denn geschehen? Während der Fortfahrt haben Zentauren unsere Siedlung angegriffen. Es ging alles so schnell. Ich weiß gar nicht recht, was geschehen ist. Aber es war nicht seine Schuld. Keiner konnte wissen, dass die Zentauren kommen. Okay, vielleicht versteht er es eines Tages. Ich muss ihm aber jetzt leider mal helfen. Denn der Feen verliert hier ganz ordentlich Leben. Er hat sich aber auch hier mit mehreren Raupen anscheinend angelegt. Naja, in seiner momentanen... Ach, der ist jetzt... Nee, er ist immer noch klein. Ich habe schon gerade gedacht, der wäre jetzt wieder groß geworden. Das wäre ein Problem, weil dann würde er nicht mehr aus der Höhle rauskommen, oder? Gut, aber das war's anscheinend noch nicht. Ich soll ihn noch weiter hier beschützen. Dann bin ich gespannt, wo es jetzt noch hingeht. Also Feen, es tut mir sehr leid, aber Zentauren haben die Siedlung überrannt. Keine Ahnung, ich glaube, du hast dir keine Zeit genommen, diese Inschrift zu lesen, oder? Na gut, wir müssen ja alle Raupen machen, also. Können wir schon mal ein bisschen vorgehen hier. Ich mache mir auch noch einen Feuerelementar. Das hilft uns auch noch. Dann geht das alles ein bisschen schneller. So. Und nü? Ach, der nimmt immer noch Anlauf von der gleichen Stelle, ne? Gut, ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht so viele Viecher aus dem Boden. Ich mache mal hier einfach frei. Wir machen den Weg frei. Regia-Versicherung. So. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Stopf, stopf, stopf. Bin ich hier drin gewesen? Bin ich hier drin gewesen? Ach, hier ist das Ziel. Nee, ach, und da so kommen wir hier zu den Sehenswürdigkeiten. Wie schön, wie schön. Wow, was hier in der Dunkelheit für Bäume wachsen. Das ist aber echt schön. Leute, geht in die Höhlen rein. Hier gibt es... Ich habe etwas Riesiges gestört. Ich sehe es, eine Riesenraupe. Aber mein Feuerelementar tankt die. Es gibt nur noch wenig Spieler auf dieser Karte. Wollt ihr zu einer dichter bevölkerten Version der gleichen Karte befördert werden? Nein, ganz sicher nicht. Dann läuft nämlich garantiert dieses Event hier nicht. Und jetzt bin ich schon mal dabei, das hier so zu machen. Dann machen wir das jetzt hier auch. So, wie geht's denn dem Feen? Oh, dem geht's eigentlich noch ganz gut. Wir nehmen einen Eisbogen. Feen, guck mal. Hier, das ist super Magie, muss ich sagen. Eisbogenmagie ist echt der Hammer. Bing, bing, bing. Wie sie sich nicht mehr bewegen, wenn sie so eingefroren sind. Das ist herrlich. Guck mal. Plündern. Fangzähne haben die. Oh, 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 oh. Feen, Feen. Ja, da kommt schon die nächste Raupe. Ist ja interessant. Für uns sind die nämlich gelb. Uns greifen die gar nicht an. Na gut. Ich kann nochmal den Eisbogen hier mitnehmen. So. Ist schon dahin, Feen. Du bist viel zu langsam. Komm. Ach so, nee. Ich verschnell ihn ja dadurch nicht. Jetzt läuft er nochmal von der gleichen Ecke los. Ach, das ist schon nervig, ne? Die müssen halt immer irgendwie ihren festen Weg, ihre Route hier ablaufen. Sag jetzt nicht, du kommst hier nicht drüber. Doch. Da ist mal ein Übergang gesucht, der flach genug für ihn ist. Na, ob wir hier gleich noch mehr Gräber finden werden? Ich
glaube schon. Oder ist das hier die Gildenmission, wo man als Spinnen läuft? Wir haben es geschafft. Vielen Dank. Ab hier komme ich allein zurecht. Okay, gut. Dann viel Spaß, Finn. Tut mir echt leid, was mit deinen Freunden passiert ist. Aber ich hole mir... Gildensprint, genau. Was ist das für einer? Ich guck mal. Interagieren. Ein Gildenoffizier muss den Sprint aktivieren, bevor ihr daran teilnehmen könnt. Ja, okay. Dann nicht. Und dann muss natürlich auch noch der Richtige gerade laufen. So, ach nee, hier sind noch mehr Gräber. Oh. Das tut mir echt leid für den Feen. Inschrift lesen. Drew Kinsley trotzte allen bis ans Ende, gab sich nie seinem Schicksal geschlagen. Okay. Feen, Sohn von Feen. Nein, der Sohn von dem liegt hier. Oh, der rastet gleich aus. Der wird gleich bestimmt ausrasten. Jimmy McMillan. Seinen Kameraden ein Freund, allen anderen ein herausragender Chefkoch. Mehr als ich es sagen kann. Immerhin ist die Höhle noch weitgehend unverändert. Naja, eure Setzlinge sind ein wenig gewachsen, schätze ich. Oh. Also dann weiß er das doch. Ach, dann besucht er die nur regelmäßig hier. Und um klein zu werden und um sie hier zu besuchen, muss er halt diese Schrumpfpilze kriegen. Und deswegen braucht er immer Leute, die die Füllen sammeln. Och, die Geschichte finde ich herrlich. Das ist doch echt schön. So, also nochmal hier den armen Jimmy. Jimmy, seinen Kameraden ein Freund, allen anderen ein herausragender Chefkoch. Jimmy McMillan, den hatte ich doch schon. Den da meinte ich. Jason Scott, ein Kämpfer bis zum Ende. Er machte das Unmögliche möglich. Und hier jetzt? Kommandeur Ian Shaw, einen tapferen Soldaten, hat es nie gegeben. Ein so großmütiges Herz wird es niemals mehr geben. Och ja. Was hast du denn jetzt für mich, Feen? Die Ereignisse der Vergangenheit machen uns zu dem, was wir heute sind. Mutige Abenteurer wie ihr helfen mir, mich an meine Vergangenheit zu erinnern, ohne sie erneut durchleben zu müssen. Hast du was zu verkaufen? Er hat Steine zu verkaufen. Ich bin echt begeistert. Er hat Steine zu verkaufen. Naja, gut. Aber ich kann dir was verkaufen. Guck mal. Krebs, Fleisch, das ist nahrhaft. Muscheln, die kann man auch. Und wenn manchmal findet man eine Perle drin. Brüchige Knochen, die kann man sich hier vielleicht so schön an die Oberarme hängen. Kaputte Dietriche, okay, die kannst du auch wegschmeißen, wenn du sie nicht brauchst. Was haben wir denn noch? Glubschglobberklumpen. Hätte ich mal welche in Minecraft, dann könnte ich mal endlich eine Leine bauen. Klauen und Stacheln. So, und den Rest, da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich den nicht vielleicht irgendwie lagern kann. Erstmal alle Materialien lagern. Machen wir das auf. Und dann haben wir hier zweimal Schultern. Die sind aber beides mal richtig schlecht. Also, na, wir haben noch ein Wiederverwertungskit, nehmen wir das. Gut, jetzt ist es leer. Okay, starke Lehrlingshose, die ist schlecht. Und die Schultern, verwüstender magiekundigen Überwurf, Prezi-Zustandsschaden, die mag ich auch nicht. Da mal noch mehr Sachen. Die Schuhe können wir bergen, dieses Kreitergewehr können wir bergen, das eingerissene Fell auch. So, was haben wir jetzt hier noch? Ein Dolch und noch ein Zepter. Ein Zepter. Ich glaube, wir haben ja noch nie mit Zepter und Fokus gespielt. Das halten wir mal fest. Das Glück nehmen wir noch. Und der Dolch, 306 bis 325. Und der andere Dolch, 306 bis 325. Und das gleich nochmal. Kraftzustandsschaden, Kraftzustandsschaden, Kraftwildheit. Ja, nee, Kraftwildheit mag ich nicht. Den machen wir kaputt. Und dann haben wir hier noch einen Fokus 308 bis 327. Wir haben doch noch Foki gehabt. Haben wir die nicht festgehalten? Doch da? Ah, oh, ja, der ist ja viel besser. Gucken wir, ob wir den auseinandernehmen können. Nee, das war wieder so ein Fokus, den wir nicht auseinandernehmen können. Also schmeißen wir den mal weg. Ach, hier den Eisenring der Zähigkeit auch, ne? Ja. Malachitkiesel, wie schade. Naja, dann schmeißen wir den auch weg. Okay, unsere Hose, nächster Level, wir werden kommen und dann werden wir sie tragen. Geringes Siegel der Heftigkeit und das ist auch zweimal ehrlich genau das gleiche. Ach, wir haben ja auch zwei auf einmal gekauft. Na denn, gut, 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 gut. Ein Dolch halten wir fest. Ja, und ich denke, wir rüsten die Sachen aus. Dann legen wir morgen in der nächsten Folge Guild Wars 2 direkt hier. Was ist das denn? Piraten rum.
Der kann weg. Dann legen wir morgen mal los mit neuer Bewaffnung. Zumindest für mich mit relativ neuer Bewaffnung. Ich spiele da fast nie mit. Einmal so und einmal den Fokus hinterher. Oder wir können dann den Fokus auch mal austauschen gegen den Dolch. Da sind wir ja jetzt dann variabel. Oder man kann auch Dolch-Fokus spielen. Mal gucken. Alles klar, ihr Lieben. Ein Level haben wir doch heute wieder geschafft und wir haben hier diese Höhlenerkundungstour gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin.